Wir 13 Studentinnen haben uns mit unterschiedlichen Themen beschäftigt. Wir haben mit Insidern gesprochen, wir haben mit Whistleblowern gesprochen. Das Besondere an unserem Buch ist, dass wir alle 13 eigentlich gar keine Vorerfahrung mit diesen Themen hatten, mit denen wir uns im Endeffekt beschäftigt haben. Wir haben uns dann auch überlegt, dass Transparenz eigentlich total wichtig ist. Und zwar insofern, dass man als Journalist zeigt, okay, schaut her, so arbeite ich und ja, da habe ich einen Fehler gemacht. Die Journalisten wollen uns eigentlich was Gutes tun, sie wollen uns informieren über bestimmte Themen. Und der Leser will eigentlich nur Wahrheit erfahren bzw. Hintergrundinformationen, die sauber recherchiert sind. Wie differenziert wird hier eigentlich berichtet? Wie ausgewogen ist das eigentlich? Also manchmal kommen mir da schon auch meine Zweifel. Ich glaube, dass sich viele Leser einfach fehlinformiert fühlen. Sie glauben, dass die Medien gesteuert werden, dass sie vielleicht von irgendeiner Partei abhängig sind und ja, nicht mehr unbefangen oder unabhängig arbeiten. Es kommt auf jeden Fall oft vor, dass Journalisten spekulativ arbeiten. Das liegt vor allem am großen Zeitdruck, der herrscht. Die Journalisten, mit denen ich gesprochen habe, die waren erstaunlicherweise gar nicht arrogant. Ich finde auf jeden Fall, dass Journalisten ein Stück weit arrogant sein können. Generell in der Medienbranche herrscht eine Ellenbogenmentalität. Im Zusammenhang mit meiner Geschichte habe ich auf jeden Fall festgestellt, dass Journalisten verantwortungsvoll handeln. Denn die Investigativjournalisten, mit denen ich mich unterhalten habe, müssen sich mit sehr krassen Situationen auseinandersetzen. Wir haben uns in dem Buch auch mit Medienopfern beschäftigt und ich selber habe zwar kein Medienopfer interviewt, aber es gab trotzdem irgendwann die Situation, wo meine Interviewpartnerin zu mir meinte, ja, wissen Sie, wir reden ja auch nicht mit jedem. Ihnen erzähle ich das jetzt. Ich glaube, dass Journalisten eine ganz besondere Verantwortung haben, gerade dann, wenn es um sehr persönliche Geschichten geht, in denen viele Menschen persönlich betroffen sind. Da braucht es eine persönliche Bindung und da ist schon auch eine wahnsinnige Angst davor da, dass das, was man jetzt erzählt, einfach so auch ausgebreitet wird und ausgeschlachtet wird. Wir haben uns gedacht, wenn tatsächlich so ein großes Misstrauen herrscht und wenn der Leser an sich überhaupt kein Vertrauen mehr hat, woran kann das liegen? Wir zeigen mit dem Buch ja auch auf, dass die Journalisten das Trio aus Verantwortung, Transparenz und auch Dialog durchaus ernst nehmen und nicht nur immer diesen typischen Klatschreporter sind.